Türkei, USA oder vielleicht ja doch lieber innerhalb der EU? Reisen, ja, keine einfache Angelegenheit zu Zeiten der Corona-Pandemie. Und dennoch ist es theoretisch wieder möglich. Was genau geht, wohin es geht und was ihr dabei beachten müsst, wollen wir da heute klären. Dafür habe ich mir Reiseexperten hier ins Studio bei Radio 90.1 eingeladen. Und die beantworten nicht meine, sondern eure Fragen. Die habt ihr uns zum Beispiel per Mail geschickt, wie diese Frage hier von Armin. Er schreibt, wir haben eine große Ferienunterkunft über Airbnb in Portugal gebucht. Unser Problem besteht darin, dass wir insgesamt aus 4 Haushalten kommen. Können wir diesen Urlaub so antreten oder wäre das gar nicht erlaubt? Könnten wir für den Fall, dass es nicht geht, das Geld auch zurückbekommen? Wie ist das in so einem Fall? Sandra Janissen vom First Reisebüro Mönchengladbach. Ja, also ganz ehrlich kann ich das noch nicht zur Gänze beantworten, weil die Politik in Portugal im Moment noch den Maßnahmenkatalog erarbeitet. Wie viele Personen dürfen zusammen reisen, in einem Ferienhaus sein, in einem Mietwagen sitzen? Da gibt es noch keine verlässlichen Zahlen. Ich würde empfehlen, dass man tatsächlich beim Vermieter nachfragt, wie zurzeit die örtlichen, die nationalen Regularien sind. Eine andere Chance sehe ich da im Moment nicht. Eine Schwierigkeit, die ich da jetzt noch gerade so sehe, Airbnb ist ja jetzt auch kein Hotel in dem Sinne oder so. Wie ist das da mit Airbnb? Also Airbnb haben wir keine Berührungspunkte mit. Es ist im Grunde eine Plattform, wo sich jeder eintragen kann, ob jetzt halt mit seiner eigenen Wohnung oder mit einer Ferienwohnung oder. Da gibt es ja 1000 Möglichkeiten. Somit sind halt auch die Regularien sehr unterschiedlich und sehr landesspezifisch. Ja, also sehr schwierig. Ja, genau. Maike hat uns eine Frage per Instagram geschrieben. Anfang des Jahres habe ich eine Pauschalreise gebucht, doch mein Reisebegleiter gehört zur Risikogruppe. Können wir da trotz Aufhebung des Reiseverbots unser Geld zurückbekommen? Das geht leider nicht. Und zwar, das Abraten der Reisetätigkeit in der Person des Kunden liegt. Und somit diese Reise nicht kostenfrei abgesagt werden, weil diese Sache nicht dem Reiseveranstalter zugeordnet werden kann. Sprich, weil die Begleitperson eben selber schuld ist, sozusagen dadurch, dass sie Risikopatient ist. Wenn man so will, okay. Ja. Leider sowas wie Pech gehabt, muss man da leider sagen. Ja, und nochmal eine auf den ersten Schein vielleicht simple Frage, die per Mail kam. Aber ich finde die sehr interessant. Wohin soll ich in diesem Sommer fahren? Was empfehlen Sie als Experte da? Sind Pauschalreisen sicher? Pauschalreisen sind auf jeden Fall sicher. Und zwar, wohin soll man fahren? Also wenn ich mich auf ein Reiseland beschränken sollte, würde ich auf jeden Fall Griechenland wählen, die griechischen Inseln. Weil wenn man bedenkt, dass im Winter im Grunde kein ausländischer Tourismus dort stattfindet, sind entsprechend niedrig auch die Infektionszahlen. Und dort kann man sicher Urlaub machen. Auf jeden Fall natürlich mit der Pauschalreise, weil sollten die Infektionszahlen ansteigen, sodass eben doch wieder eine Reisewarnung ausgesprochen wird, ist man bei der Pauschalreise immer auf der sicheren Seite, dass man auch zurückkommt, weil, wie das Auswärtige Amt ja gesagt hat, wird es eine Rückholaktion wie beim ersten Mal nicht mehr geben. Aber der Pauschalveranstalter wird auf jeden Fall seine Kunden zurückholen. Okay, wenn ich jetzt nicht unbedingt Bock habe, nach Griechenland zu fliegen, warum auch immer, aus persönlichen Gründen, was wäre dann die zweite Wahl? Ach Gott, die zweite Wahl wäre wahrscheinlich Spanien, da wo man halt auch einfach vom Zielgebiet her weiß, da habe ich so ein bisschen Platz. Ich liebe zum Beispiel auch die Costa de la Luz. Man hat endlose, ewig breite, wirklich schöne Sandstrände, wo man sich auch einfach gut aufhalten kann und keine Angst haben muss, dass der Abstand nicht eingehalten werden kann. Okay, super. Wir haben seit heute 14 Uhr Reiseexperten bei mir hier im Studio und die haben wirklich so viele Fragen wie möglich von euch beantwortet. Fragen, die wir jetzt gar nicht mehr unterbekommen haben, die hört ihr dann morgen früh bei Martin Kelz und Lisa Tellers in der Morningshow von 6 bis 10. Danke Sandra Janissen vom First Reisebüro Mönchengladbach und danke auch nochmal an den Airport Düsseldorf und Eckhard Mischke, der hier auch Fragen beantwortet hat. Sehr gerne. Ich bin Tom Amlung. Kommt gut in.